Hey Leute, wieder einmal gibt's einige News zu Miraculous Ladybug. Zuvor jedoch möchte ich meinen heutigen Sponsor ins Spotlight nehmen und Filmora 9 vorstellen. Ein umfangreiches Programm, das es einem erlaubt, Videos zu bearbeiten und sie sogar bis hin zu einer 4K-Qualität zu rendern. Hinzu kommen zahlreiche Effekte, mit denen man die eigenen Videos verschönern kann. Und selbst wenn einem die bereits enthaltenen Effekte aus Filmora nicht reichen, kann man sich von den Filmstocks noch viele weitere herunterladen. Zusätzlich bietet Filmora auf ihrem Kanal jede Menge Tutorials an, mit denen ihr lernen könnt, wie man das Programm richtig benutzt. Tatsächlich ist das, was ihr gerade seht, in Filmora entstanden. Rundum ein praktisches Mittel, um schicke Videos zusammenzustellen. Wenn ihr neugierig geworden seid, den Link zur Website von Filmora findet ihr in der Videobeschreibung. Eine der für mich interessantesten Neuigkeiten betrifft den kommenden Manga von Miraculous Ladybug. Laut Jeremy Zack soll der Manga sogar schon ziemlich bald kommen, auch wenn leider mal wieder nicht genau gesagt wurde, zu welchem Datum er erscheint. Interessant ist außerdem, dass die Nachricht vom Manga kurze Zeit später wieder gelöscht wurde. Aber wie das nun einmal so ist, was einmal im Internet hochgeladen wurde, bleibt in der Regel auch im Internet. So auch in diesem Fall. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum diese Neuigkeiten wieder runtergenommen wurden. Zum einen könnte das bedeuten, dass der Manga doch nicht so bald kommt, wie es Jeremy Zacks Aussage vermuten lässt und sie das Veröffentlichungsdatum etwas nach hinten verschieben müssen, oder aber es ist im Team zuvor nicht abgesprochen worden, dass man jetzt schon etwas darüber verrät. Was auch immer der Grund dafür gewesen ist, man darf gespannt auf weitere Informationen zum Manga sein. Weiterhin wurde von Jeremy Zack ein neues Logo für die japanische Version von Miraculous Ladybug veröffentlicht. Ob es jetzt für die Serie ist oder aber für den Manga, ist nicht ganz klar. Allerdings wäre es eventuell etwas merkwürdig, wenn das Logo nur in Japan ein anderes Design bekommt, überall sonst aber gleich bleibt, weswegen man eventuell eher annehmen könnte, dass es sich um das Logo für den Manga handelt. Beziehungsweise ist es natürlich auch möglich, dass einer der kommenden Filme in Japan dieses Logo tragen wird. Wenn man es nämlich genau übersetzt, heißt es Miraculous und darunter steht Ladybug und Cat Noir. Das war nun das japanische neue Logo, aber es gibt tatsächlich noch ein weiteres Logo für den Westen, ebenfalls von Jeremy Zack veröffentlicht, welches die Miraculous Box zeigt und sich somit vom alten Logo der Serie unterscheidet. Jeremy Zack schreibt lediglich dazu, was könnte dieses Logo bedeuten, also stehen wir einmal mehr vor einem Rätsel. Werden wir dieses Logo ab der neuen Staffel in der Serie haben oder aber ist es das Logo für einen der Filme? Wer weiß, wer weiß. Schließlich wurden noch weitere Bilder zu den kommenden Filmen veröffentlicht. Genau wie bei den letzten aber handelt es sich auch hierbei um Concept Art. Die Filme sollen tatsächlich alle in CGI sein, genau wie in der Serie. Man kann sich aber natürlich schon ein wenig wundern, warum sie so viel Wert auf diese ganzen Concept-Bilder legen, die allesamt in 2D sind. Die Bilder selbst zeigen jetzt nicht unbedingt etwas Weltbewegendes, einmal hier Marinettes Haus bei Nacht, was was Schönes, aber nicht unbedingt etwas Neues bildet, und zwei Bilder, die Marinette in ihrem Zimmer zeigen, wo sie vor sich hin träumt, vielleicht sogar eingeschlafen ist. Im Zimmer befinden sich jede Menge Zettel, wahrscheinlich arbeitet sie hier gerade an neuen Designs und ist dabei eingeschlafen. Kommen wir zu dem neuen Jojo, und auch dieses Bild wurde von Jeremy Zack veröffentlicht, allerdings ohne Kontext, weswegen mal wieder viel Raum für Spekulation bleibt. Es könnte zum Beispiel sein, dass Ladybug in Staffel 4 oder spätestens in der 5. Staffel eine neue Feuerkraft und damit auch dieses Jojo erhält. Oder aber sie wird es in einem der kommenden Filme verwenden. Noch heißt es allerdings auch in diesem Fall Rätsel raten. Und zu guter Letzt noch eine Mini-Info zu einer kommenden Folge in der neuen Staffel. Diese Neuigkeit kam direkt von Thomas Struck, dem Erschaffer der Serie. Dazu wurde ein Konzeptbild zu einem in dieser Folge auftauchenden Charakter veröffentlicht. Es soll ein in Frankreich sehr bekannter Gast auftreten, und offenbar ist ihr auch für dieses Hemd, das ihr hier sehen könnt, ziemlich bekannt. Allerdings fällt mir beim besten Willen nicht ein, wer damit gemeint sein könnte. Eventuell kennen sich von euch aber ein paar besser mit den französischen Stars aus. Falls ihr eine Vermutung habt, wer dieser Gast da sein könnte, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das wär's soweit erstmal mit den Miraculous News.
Ich werde euch in der Videobeschreibung ein paar Links zu weiteren Infos zu den Filmen geben, falls ihr meine älteren Videos dazu noch nicht gesehen habt. Und damit, wie immer, bis zum nächsten Mal.